Servus zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Star Wars Galaxy of Heroes Video, heute mit einer neuen galaktischen Herausforderung, die ich beinahe wieder vergessen hätte, und zwar gegen die Rebellen auf Hut mit unseren imperialen Trupplern. Soweit ich gehört habe, ist die heute nicht so wirklich schwer, deswegen sind die meisten auch schon durch. Springen wir auf Stufe 10, Sie sehen hier schon Admiral Akbar Lead, also nichts mit CLS und Co. Pathfinder Leia. Chewie und Han Solo. Gucken wir uns ganz kurz die Modifikatoren an. Auf Hut, gibt es irgendwas Neues? Ja, Bagdad-Tanks hatten wir nicht ganz so oft. Zu reingehen. Wir haben am Anfang die Fähigkeit, die riechen normalerweise schon übel genug. Also auch vermutlich wieder so ein eventinterner Button zur Gegenregulierung. Zu Beginn des Kampfes werden alle Einheiten mit tödlicher Sturm belegt. Also irgendein Malus, den wir gegenregulieren können mit diesem Button hier. Oder aber... wenn wir das erste Mal einen Verbündeten verlieren sollten, befreit er sich stattdessen automatisch von allen Debuffs, entfernt diesen tödlichen Sturm Malus, regeneriert 100% Gesundheitsschutz, erhält eine Runde lang Schadensimmunität, aber ist betäubt. Dieser Statuseffekt können nicht kopiert und entfernt werden. Tödlicher Sturm kostet minus 100% kritische Trefferchance, 50% Angriff, für minus 25% Tempo und Charakter allein zu Beginn ihrer Runde Schaden in Höhe von 10% ihrer Maximalgesundheit. Müssen wir das jetzt bei jedem entfernen? Bin mir noch ein bisschen unsicher. Ich glaube aber, die ist heute nicht so schwer. Also ich glaube, dieser Malus ist nicht ganz so wichtig heute. Die Rechnerweise ist schon übel genug, befreit sich selbst von tödlicher Sturm. Okay, alles klar. Also insofern, wir hauen einfach die Gegner einmal raus, irgendeinen. Der hat dann Schadensimmunität, ist betäubt. Dann bearbeiten wir den Rest und warten einfach, bis der wieder aus seiner Betäubung draußen ist. Und dann hauen wir den einfach weg. So ist der Plan. Dann die imperialen Propler haben endlose Nachschub als Modifikator. Kennen wir allseits bekannt. Die kommen einfach dreimal wieder. Genau. Die Chancen der Modifikator der Rebellen, die haben einfach eine 100% Chance auf einen weiteren Angriff, einen Bonusangriff, wenn sie einen kritischen Treffer erzielen. Und dieser Bonusangriff, beziehungsweise die weiteren Bonusangriffe sind eben jeweils auf 25%. Rebellenverbünde erhalten 50% Gesundheit hinzu und können nicht mit Gegenangriffen attackiert werden. Okay, dann schauen wir uns kurz die Erfolge an. Wir müssen mit einem vollen Team aus imperialen Trupplern spielen. Dann müssen wir einmal mit einem Charakter der Helden und der dunklen Seite gewinnen. Okay, das heißt schon mal, ein Kampf mit einem vollen Team aus imperialen Trupplern heißt volle dunkle Seite. Wir müssen auf jeden Fall zwei Kämpfe machen. Gewinne den Kampf ohne Tanks in deinem Trupp und generell den Kampf abschließen. Okay, zwei Kämpfe, aber Admiral Akbar als Lead ist, glaube ich, nicht ganz so wild. Das Einzige, was wir jetzt nicht einschätzen können, ist natürlich, wen der Han Solo attackiert am Anfang. Das ist das Einzige. Aber gehen wir kurz rein und gehen auf meinen imperialen Truppler. Machen wir erstmal den Kampf rein mit den imperialen Trupplern, würde ich sagen. Und danach dann einen Kampf mit einem weiteren Charakter der hellen Seite. Insofern kein Tank, wir nehmen einfach Fierce Lead, den Dunkeltruppler, Moff Gideon und Colonel Stark im Grunde genommen. Ich glaube, das ist ganz gut, denn die sind alle Relikt bei mir. Range Trooper ist bei mir noch nicht Relikt. Fierce R3, Standard Mods noch nichts weiter abgegradet bei den Mods. 250, viel Effektivität, Schaden, naja, nur nicht mal 1000 plus an Damage. Mein Pete mittlerweile R9. 338 Speed, ich habe ein bisschen schneller gemacht. Mal schauen, was ich da noch rausholen kann. Und ansonsten ein bisschen eine erhöhte Effektivität und ein wenig mehr Schaden. Dunkeltruppler R6 mittlerweile auch bei den Mods hier noch nicht weitergekommen. 250 Speed und 89 an Damage. Ansonsten hier natürlich überall Angriff, logischerweise. Mein Moff Gideon hier auch noch nicht wirklich fertig geworden mit den Mods R3. 346 Speed, ich denke, das reicht für heute. Schaden 6000, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, und dann noch mein R3 Colonel Stark, dem habe ich noch nicht Zeta gegeben. Müsste ich mir auch nochmal überlegen. Und von den Speedwerten her 312. Auch bei ihm ein bisschen mehr Effektivität. Ich glaube, ich habe hier sogar einen Effektivitätsmod drauf. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal den Kampf ohne Tanks mit einem vollen Trupp von imperialen Trupplern und mal schauen, wen jetzt der Han Solo attackiert. Wenn der jetzt natürlich meinen Moff Gideon stunt, dann ist es mir egal. Dann bekommt Admiral Pete aufgrund des Angriffs E-Zugleiste und dann sollte der imperiale Trupplerzug auf jeden Fall beginnen können.
Ich glaube, da müssen wir uns keine großen Sorgen machen. Wenn er nicht Moff Gideon angreift, kann ich mit Moff Gideon die Zugleiste entfernen. So ist jetzt einfach der Plan. Ich glaube aber, dass die heutige galaktische Herausforderung nicht wirklich schwierig ist. Also das sollte kein Thema sein. Die meisten werden vermutlich auch hier mit einem G12-Truppler-Verbund durchkommen könnten. Wenn der Han Solo natürlich aufgrund seines andauernden Bonusangriffs, weil er natürlich crittet, einen komplett rausnehmen, dann ist es ein bisschen blöd, das ist keine Frage. Da muss man einfach dann eventuell nochmal restarten, wenn er das tut und zum Beispiel einen Colonel Stark, der nur G12 ist, beispielsweise komplett rausnimmt, dann neu starten. Wenn die allerdings hier vom Schutz her abgearbeitet sind, aber immer noch stehen, dann kriegt der Pete zu viel Zugleiste durch den Angriff, dass ihr da relativ früh beginnen könnt mit eurem imperialen Zug. Okay, also ich würde vorschlagen, wir machen uns dran und greifen Chewbacca an. Ich glaube, das ist so der Wichtigste, denn der assistiert einmal Leia und einmal Han Solo. Wenn der mal betäubt ist, nachdem wir ihn einmal rausgenommen haben, dann sollte es eigentlich ganz gut gehen. Tödlicher Sturm, genau hat er. Dann erhöhen wir jetzt mal Zugleiste. Nochmal Zugleiste. Vielleicht kriegen wir sogar schon das erste Mal raus. Hat schon funktioniert aufgrund eines AOEs durch Fierce und der Stärke von meinem R6 Dunkeltruppler mit 8-9 Damage oder sowas. Hat schon gereicht. Jetzt ist ja natürlich hier die Betäubung. Jetzt müssen wir noch ein bisschen zugleistentechnisch warten, bis der rauskommt. Deshalb würde ich sagen, wir attackieren vielleicht direkt den Han Solo. Ist es so clever? Weiß ich nicht. Ich könnte natürlich auch mit Days anfangen. Sitzt halt zum Beispiel nicht, obwohl mein Beat jetzt nicht wenig Effektivität hat, aber sitzt einfach nicht. Deshalb könnte man jetzt auch theoretisch wechseln, zum Beispiel auf einen Admiral Akbar. Also Han Solo hat bei mir Moff Gideon angegriffen. Das heißt, wir haben sogar noch die Möglichkeit, Zugleiste zu entziehen. Machen wir das. Der Charakter, der betäubt wurde, beziehungsweise den Malus hatte, ist ja in Form von Chewbacca auf jeden Fall mal safe. Wir müssen allerdings jetzt natürlich darauf achten, dass wir dem Chewbacca ein bisschen Zugleiste gönnen. Deswegen werden wir da einfach ein bisschen basic machen. Und nicht mehr großartig Zugleiste generieren. Einfach nur basic, 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 damit der langsam mal wieder in der Zugleiste herankommt. Aber ehrlich gesagt ist es mir so ein bisschen egal, muss ich sagen. Denn ich mache mir keine Sorgen. Ich mache mir einfach keine Sorgen. Wo steht die Zugleiste? Noch nicht ganz so weit. Jetzt mache ich zum Beispiel kein erstes Special. Sondern ich mache einfach nur Basic und lasse Chewbacca langsam aus dem Stun rauskommen. Jetzt sind wir so in dem Punkt, wo ich sage, vielleicht nicht ideal gelaufen, hätte man anders planen können, aber im Grunde genommen könnte ich jetzt zum Beispiel hier auf Basic Auto stellen und dann einfach warten. Wird schon irgendwann rauskommen. Jetzt hat er jetzt gleich mal 20% Zugleistung gemacht. Einfach immer Basic machen. Dann kommen die Gegner irgendwann schon raus. Ja, da waren wir nur keine Spezialfähigkeiten einsetzen. So, jetzt ist er auch schon draus und jetzt war es das im Grunde genommen auch schon. Wer von den gegnerischen Einheiten Elite sind, habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Ich glaube, das ist heute aber auch gar nicht so wichtig. Also wäre jetzt zum Beispiel mein Fierce nur G12 oder mein Stark, dann wäre das in dem Fall gar nicht so das Problem. Kommt eben nur darauf an, wen Han Solo attackiert, im Grunde genommen. Weil das Team Truppler, keine Tanks. Okay, dann haben wir das. Dann müssen wir jetzt noch einen Kampf machen mit einem Charakter der hellen und dunklen Seite. Und da ist es natürlich auch wieder so, dass es im Grunde genommen egal ist. Also, aber ihr könnt natürlich, was das Thema anbelangt, auch komplett auf eine andere Fraktion wechseln. Also einfach ruhig reingucken in euer Sortiment. Was habt ihr zur Verfügung? Darth Revan, Jedis, Rebellen, völlig egal. Wir haben ja die Aufgabe mit den imperialen Trupplern schon erledigt. Und wie man gesehen hat, wenn Han Solo den richtigen attackiert und für den jetzt nicht unbedingt direkt rausnimmt, dann einfach restarten, dann sollte das eigentlich kein Thema sein. Beat ist halt wichtig, dass wenn der Han Solo der Gegner schon jemand attackiert, dass er einfach irgendwann mit dem Beat so viel Zugleiste generiert, dass der Zug mal anfangen kann von den imperialen Trupplern. Okay, helle Seite. Ich habe echt keine Ahnung, wen wir da mitnehmen sollen. Jetzt mal im Ernst. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ist es nicht wirklich egal, wir nehmen ein paar Gas mit, oder? Keine Ahnung, wen auch immer wir da nehmen sollen.
So, jetzt zum Beispiel aufgrund unseres Modifikators hat Fierce überlebt, also auch in dem Fall kein Problem. Ich setze jetzt erstmal Case, wenn sie in Zugleiste bleiben jetzt an. Chewbacca wieder einmal dran, weil der einfach so ein bisschen der wichtigste Mann ist bei der Gruppe. So, betäubt. Wir wechseln vielleicht hier auf Admiral Akbar ganz kurz, damit der nicht irgendwie seine Spezialfähigkeiten einsetzt und entsprechend Kraft. Lieber mal mit schlechten, mit einigermaßen schlechten Mods auf dem Dunkeltruppler braucht er selbst bei R6 relativ lange. Also Mods sind beim Dunkeltruppler wirklich, wirklich wichtig. So, wir setzen mal Days. Hat nicht funktioniert auf Han Solo. Das ist ja mal doof. Egal. Leicht Speed. Hat auch nicht funktioniert. Okay. Dann hauen wir mit Drohnengewalt raus. Mit Drohnengewalt. Gehen in den Zugleiste. Wechseln zum Chewbacca, der mittlerweile auch schon wieder draußen ist. Aus dem Schredder. Aue. Fähigkeitsblockade. Und dann war es das eigentlich auch schon. Aber da mache ich mir keine Sorgen. Die meisten werden das von euch schon gezogen haben. Ich würde gerne mal testen, ob ich damit G12 im Imperialen Truppler durchkomme. Aber man kann ja seine Charaktere auch temporär nicht downgraden. Das geht einfach nicht. Okay, wieder zwei schöne Omikron-Materialien gebrauchen. Und diesmal Zähigkeit-Mods. Okay, dann war es eigentlich auch schon für heute mit der heutigen galaktischen Herausforderung, die gestern erschienen ist und die ich beinahe vergessen habe. Aber jetzt ist sie ja erledigt und wir können weitermachen. Servus.